herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gucken wir uns jetzt an, wie die Kenzie mit ihren Pferden arbeitet. Ich hätte mir super gerne auch den kompletten Showabend angeguckt, also die 2,5 Stunden, wo sie mit ihren Pferden zusammenarbeitet. Aber ich konnte unter der Woche nicht nochmal auf die Equitana fahren, deshalb haben wir uns jetzt, beziehungsweise schauen wir uns den 15-Minuten-Auftritt an. Das ist jetzt sehr wichtig, dass das Pferd da hinten steht und wartet. Und jetzt ist es wichtig, dass die Pferde auch
und im besten Fall noch einen Galopp herkommen. Ja, ich bin ja nicht müde. Er möchte mal laufen, ist auch okay. Soll er auch gerne? Jetzt ist es
in mir sozusagen die Sicherheit sehen, dass ich der Ruhepol bin in der Mitte und dass sie wissen, wenn irgendwas ist, zu mir kommen und von mir bekommen sie immer Sicherheit, Streichlein halten. Und es ist entspannter bei mir, als wenn sie jetzt von mir weglaufen würden. Es ist bei jungen Pferden natürlich erstmal so, dass sie das ein bisschen lernen müssen. Das heißt, wenn man bei jungen Pferden in eine Umgebung geht, wo viel Stress drumherum ist, ist es normal, dass sie am Anfang vielleicht, wenn man sie frei lässt, dann weglaufen. Das heißt, wo es auch ab und zu der Fall ist, dass er dann mal rausgeht und so ein bisschen guckt, was ist los, aus Nervosität, aus zu viel Energie, aus Angstmomenten. Und da ist es wichtig, dass man ruhig bleibt, dass man die Pferde wieder zu sich herholt und dass man selber, wie gesagt, der Ruhepol ist. Ihr hört, dass ich sehr viel mit Stimme arbeite. Für mich ist Schnalzen immer Bewegung. Schnalzen, je nachdem, wie ich gehe, also wie ich stehe oder was für eine Bewegung ich mache, bedeutet das für das Pferd, dass es in die eine oder in die andere Richtung gehen soll. Dann gibt es noch das Küsschen. Das habe ich jetzt vorher gemacht zum Herholen. Küsschen ist immer Galopp. Das denke ich mal, ist auch bei jedem so. Küsschen, Galopp. Und dann aber für das Herkommen. Galopp hat er auch verstanden. Und dann immer für das Herkommen nehme ich auch das Küsschen, damit sie dann im besten Fall eben auch im Galopp zu mir kommen, wie das jetzt auch so auch gemacht wird. Da? Nein. So bekommt man sie ein bisschen über Tricks dann halt dazu, schneller wirklich zu einem herzukommen. Wenn das Küsschen immer Galopp ist und man für das Herkommen dann auch das Küsschen benutzt.